Wow. Okay. Den kann ich so nicht erwischen. Den muss ich von oben assassinieren. So. Ich bin dir nicht böse. Danke, danke, netter Freund, dass du mir nicht böse bist. Ich nehme dich mal mit. Errungenschaft habe ich freigeschaltet. Beschuss eigener Truppen. Sehr schön. So, und jetzt bin ich wieder hier. Hier rum. Was haben wir denn hier? Kommst du nicht durch? Sieht irgendwie sehr unfertig aus hier. Nein, ich komme nicht durchs Portal. Ah, ich bin nicht rechtzeitig durchs Portal gekommen. Hing etwas. Nein. Moment, kurz regenerieren. Dass ich hier durchrennen kann. Noch jemand da? Hilfe. Ich hab mich auch um. Irgendwo war noch einer, ne? Oder? Nein. Okay, hier kam ich ja her. Richtig, da. Hier war die Kammer. Ist hier irgendwas drunter? Jetzt bin ich auf Easter Egg Hunt. Nee, aber da ist nichts drunter versteckt. Lass du mich bitte durch, Kubus. Danke. Kann ich die Decke? Ja, kann ich. Beschießen. So, dann machen wir das nämlich. Sehr schön. Einen ausgeschaltet. So, macht noch einen. Unter den ich leider nichts runtersetzen kann. Aber die ich mir auch einfach von hinten schnapp. Fall um. Aktiviert. Fall um. So. Schön. Wieso? Da komme ich durch. So, der muss gleich da sein. Suche. Das heißt, ich will vermutlich. Spielmodus aktiviert. Da bist du. Suche. Wie mache ich das am blödesten? Ich muss eigentlich auf die Wand dahinter schießen. So. Ziel verloren. Hey. Ziel verloren. So kriegen wir das hin. Ich verzeihe dir. So, dann will ich da raus. Den umzuwerfen. Oh. Also ich langsam, hasse dich nicht. Ihr seht, gut, so langsam wird es echt nicht mehr so einfach. Es weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert. Und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Die Androidenhölle. So. Das
ist jetzt wieder eine normale Testkammer. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Ja, Freund, guck mal, er hat ein Herz drauf. Oh, das sieht man gerade nicht im Licht. Herz, Kubus heißt Freund. Freunde Kubus, komm her. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment-Center-Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment-Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Das ist sehr toll von dem Kubus. Dass er mir nicht droht, mich zu erstechen. Das erleichtert mir das Ganze schon ungemein. 1, 2, 3, was? Sitz? So. Nein! Ah, Mist! Das war der Falsche. Ich bin blöd. So. Das müsste jetzt über Bande eigentlich treffen, ne? Ja. Komm, Freund. Nein! Ich folge dir in den Tod. Können wir da auch hinten rum? Naja, aber sieht man da was? Ja. Kann man da lesen, was da steht? Ja, mal, das sind ganz viele Bilder mit dem Begleiterkubus. Ich kann leider... Ich komme da nicht hinter, oder? Moment, wir können hier lang. Ah, und wir können da lang, aber da muss ich meinen Kubus drauflegen. Wir brauchen wohl noch einen zweiten. Ah, Kubus, ich brauche dich nochmal. Komm her. Zück. Hey, wir müssen die Energiekugel da reinleiten quasi. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Mach Ananas auf Pizza! Nein, Kubus, ich muss leider deinen Rat ignorieren. Moment. Muss ich kurz überlegen. Jetzt muss ich nämlich erst... von da... nach... da... aber ich darf erst da drauf, wenn die Energiekugel durchfliegt. Fliegt da überhaupt noch eine Energiekugel oder ist es schon ausgeschaltet? Eigentlich müsste er ja fliegen, ne? Ne, ist tatsächlich ausgeschaltet. Okay. Mal, da hinten ist noch was. Was ist denn hier noch? Ich weiß nicht, aber da komme ich auch nicht mit Kubus hin. Ah, dann, das schalten wir damit frei quasi. Aber wir haben leider keine Energiequelle mehr. Das könnte zum Problem werden, beziehungsweise... Nee, du bist auch aus. Wo kriege ich denn noch Energie her? Von hier...
Elde geschossen? Nein, ich brauche nur das Blaue. Gut. Ah, wie das ist Backtracking hier. Ganz schön viel Backtracking. Ich habe das Blaue geschossen, ne? Und das Orange ist da, das heißt... Da kommt die Kugel und ich darf erst... So. Nice! Erster Versuch. Jetzt geht das hoch. Wo ist mein Freund? Kubus! Kubussi! Ah, den habe ich ja dahinter gelegt. Ja, richtig. Komm her! Komm, wir haben jetzt Spaß. Wir erleben ein Abenteuer. Nur du und ich. Beste Freunde, kann niemand trennen. Nur du und ich, Kubus Freund. Ach, guck mal, ich bin runtergefallen. Er ist mitgekommen, weil er nicht alleine da oben bleiben wollte. Komm, Freund. Au! Hey, Kubus, das ist kein Spaß. Du hast mir echt wehgetan. Ich hab mich kurz erschreckt. Okay, warte auf mich. Ich komme gleich zu dir. Siehst du, ich habe dir versprochen. Ich hol dich ab. So, und jetzt, klonk, klonk, klonk. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Wie? Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage. Was? Nein. Nein, nicht mein. Nein! 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 Kubus heißt Freund. Dass ein Gremium unabhängiger Ethiker das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen hat. Okay, wenn das so ist, dann habe ich wohl keine Wahl. Wenn es ethisch und moralisch vertretbar ist. Komm her. Kubus! Ich liebe dich! Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson. Nein! Glückwunsch. Ich hab das Achievement Brudermord gekriegt. Mein Herz! Es tut weh, tief in mir drinnen. Hab ich gerade meinen besten Freund verloren. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ich werde gebacken und dann gibt es Kuchen. Was? Warum ist der nicht richtig drin? Das sieht mir ja nicht so vertrauenserweckend aus, muss ich gestehen. Kann ich von hier aus nicht da hoch? Kann ich da auch. Was passiert, wenn ich da noch ganz da hinten gehe? Es sah aber gerade so aus, als ob man da einen alternativen Weg gehen könnte. Ich würde gern... Oder mache ich erstmal die Kammer so, wie sie gewollt ist? Ich glaube, ich mache die Kammer erstmal so, wie sie gewollt ist. So.
mich darüber katapultieren. Hui! Ich hab... Da brauche ich einen Kubus für. Ich hab gerade Gegner gehört. Ich würde gern... Keine Möglichkeit. Würde ich nochmal gern ganz kurz ganz an den Anfang gehen, wo man... hat man ja eine Stelle gesehen, wo man so ein bisschen... raus kann quasi aus der Map. Nein! Okay, vielleicht komme ich dann auch wieder am Anfang raus. Alles gut. Ich wollte ja nur an den Anfang und das ist ja so gut machbar. Nein, ich komme nicht an den Anfang. Nee, ich will es aber ganz kurz sehen, was da ist. So, wie komme ich denn an den Anfang? Komme ich überhaupt nochmal an den Anfang? Kann ich die Testkammer... Nee, ich kann die Testkammer nicht neu starten. Kacke. Ah, schon wieder. Nee, gut, dann machen wir es so weiter. Schade. Schade, hätte ich echt gern gesehen, was da auf uns wartet. Da bist du. Noch jemand da? Hilfe. Hilfe. Ich möchte das nicht. Hashtag MeToo. Der Receiver für die Energie. Da. Nein, das ist der Verschießer. Wo muss denn... Ah, aber ich kann mit dem bestimmt die Gegner ausschalten, oder? Ich warte mal ganz kurz. Ich mache das lieber alles eins nach dem anderen, ganz sicher. So, schieß. Boom. Was war das denn gerade für ein Lag? Okay, aber das funktioniert so. Da. So. Dann kriege ich den da oben. Kriegen wir alles hin. Alles gut. Dann machen wir den da fertig. Und das war's schon, oder? Das müssten alle gewesen sein. Ja. Hallo, Lag. Warum fängt das Spiel gerade an zu laggen? Das kann ich mir nicht erklären. Ah! Was soll ich denn? Guck mal, da unten sind wir. Wir müssen da. Die Energiekugel, dass die da rauskommt. Nein, wir waren nicht schnell genug, ne? Ah!
Okay, aber im Prinzip weiß ich, was ich machen muss. In dem Moment, wo die Energiekugel da rauskommt. Energiekugel? Okay, keine Energiekugel, wie es aussieht. Dann da. Na, hä? Oh mein Gott. Ich bin so gut. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich bin so klug. K-L-U-K. Okay, aber wir kommen wieder an derselben Stelle raus. So, schieß. Da kommt die Kugel. Zack, zack, zack. Yes. Nice. Und jetzt müsste das losfahren.